Ja Leute, wie versprochen, besprochen und eigentlich auch ausgemacht, gibt es heute das Silly Season Video leider einen Tag später als gedacht und auch angekündigt. Wir werden heute ein bisschen über die Gerüchte, die fixen Punkte auch eingehen, auch erst was gestern passiert ist oder in den letzten Tagen. Deswegen herzlich willkommen zu Silly Season 2020. Warum 2020? Natürlich, weil es um das Fahrerkarussell, Fahrerpaarung, nächstes Jahr geht. Den Tausch zwischen Albon und Gasly gab es ja schon. Also er wurde da irgendwie erst Anfang der Woche kontaktiert und musste dann das Cockpit tauschen. Die Leistung war einfach zu schlecht von Gasly. Nachvollziehbar, aber ich hätte ihm wenigstens diese Saison gegeben. Aber natürlich, da geht es um wertvolle Punkte in einem Spitzenteam und wenn man dann überrundet wird, ja. Wir kommen zu Mercedes, natürlich Hamilton bestätigt für nächstes Jahr. Bottas musste dann noch ein bisschen zittern und so weiter, hat aber dann auch diese Woche bestätigt bekommen, dass er 2020 nochmal einen Vertrag bekommen hat. Somit ging dann leider auch die Tür für Fernando Alonso zu. Ich dachte mir, es hätte mich auch gefreut, wenn da das Top-Team vielleicht mal einen Zuwuchs bekommen hätte von einem anderen Top-Team. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr heikel gewesen mit Fernando Alonso und Hamilton. Wir kennen das ja schon aus den letzten Jahren. Also, ihr wisst ja, 2008 und so weiter mit McLaren, was da los war. Und ja, Silly Season, Ferrari, Vettel bestätigt, das war auch klar. Er wird sein Vertrag läuft bis Ende 2020 und Leclerc natürlich auch bestätigt. Und natürlich wird er auch nächstes Jahr, werden die beiden in dieser Paarung nächstes Jahr auch noch fahren. Da wird sich nicht viel ändern vor allem. Und ich denke mal auch, da wird nichts, irgendwie ein dritter Fahrer oder so. Da war auch nie jemand im Gespräch. Es gab so Gerüchte, Bottas und Herr Vettel tauschen und so weiter, aber das hätte ja auch nicht gepasst. Und ich denke mal auch nicht, dass da das im Mäßigen von Hamilton gewesen wäre und so weiter. So, Red Bull, da gab es ja schon, wie gesagt, die ein und anderen Gerüchte, dass Verstappen vielleicht wechseln und so weiter, hat auch seinen Vertrag verlängert und so weiter. Bis Ende 2019 bleibt Albon, also hier, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass er dann nochmal ausgetauscht wird mit Gasly, wieder zurückgetauscht und so weiter, aber ich halte die Gerüchte oder auch besser gesagt das Ganze für wesentlich oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube echt nicht, dass da irgend nochmal zurückgetauscht wird. Im besten Fall nicht. Werden dann eher Kwiat vor Gasly, weil Kwiats dritter Platz in, ich hätte auch Kwiat genommen, der hat die viel bessere Leistung. So, McLaren, Norris, auf jeden Fall, die wurden beide vor der Sommerpause, wurden beide bestätigt von McLaren. Ich dachte vielleicht auch, dass hier vielleicht Hamilton, Alonso einen Platz hätte. Hat er leider nicht, die wurden bestätigt und ja, man ist ziemlich zufrieden, Andreas Seidel und so weiter sind mit den beiden zufrieden. Norris eigentlich sogar besser wie Sainz, obwohl Sainz die mehr Erfahrung hätte. Aber trotzdem eine gute Paarung, jung auf einer Seite und auch erfahren mit Sainz auf der anderen Seite, also eine gute Paarung. Man braucht eigentlich immer einen erfahrenen und einen jüngeren, einen Wilder, der sich was traut und dann. So, um Renault wanken sich ja einige Gerüchte und die wurden dann bestätigt am Montag. So, Ricciardo bleibt safe und Hülkenberg wird das Team verlassen Ende der Saison. Also er geht dann mit Ende der Saison. Wer dann kommen wird, steht auch schon fix. Es ist Esteban Ocon, der früher bei Force India fuhr und dann als Testfahrer für Mercedes und Ersatzfahrer für Mercedes war, der hat sich jetzt abgekapselt von Mercedes, weil ja die Tür zugefallen ist und ist dann zu Renault gegangen. Somit ist aber jetzt die Tür für Hülkenberg zu. Gehen wir zu Racing Point, sein Vater gehört das Team, also bleibt natürlich Lance Stroll da dem Team treu und natürlich auch, war mir eigentlich gesagt klar, Sergio Perez alles andere als klar, was bis Anfang des Wochenendes, der wurde jetzt auch für nochmal 3 Jahre hier bestätigt und das ist schon ein Alter, der ist jetzt schon 33 oder so oder 34, dann wäre schon 36 und ich würde mal sagen, dann wird er seine Karriere eigentlich beenden. So, wir kommen dann zum Team Toro Rosso, wo sie eigentlich Kwiat, ich denke mal, der hat eine super Leistung geliefert und wenn der nicht abgegradet wird zu Red Bull, wird er hier auf jeden Fall nächstes Jahr fahren. Er bleibt bis Ende 2019, was dann passieren kann, ist wie gesagt auch beim Albon, der zurücktauscht, wesentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, vielleicht hauen die eigentlich, wenn Gasly seine Leistung nicht bringt, raus und holen einen aus dem Nakajima, oder wie der heißt, aus dem Juniorenprogramm, der fährt jetzt in der japanischen Liga und auch sehr gut, vielleicht holen die den da und
Ja. So, bei Haas gibt es auch einige Gerüchte. Magnussen ist eigentlich so gut wie safe, hat seinen Vertrag bis 2022. Aber Grosjean hat eine schlechte Saison, nur 2 Punkte bis jetzt eingefahren. Oder 4 oder 5, ganz, ganz wenig. Er wird auf jeden Fall wahrscheinlich das Team verlassen. Und da wäre wieder die Tür für, weil dafür Nico Hülkenberg offen. Und er wäre dann auch einer der einzigen Fahrer, der das tauschen würde. Wäre natürlich traurig, wenn Grosjean gehen müsste. Mir würde Grosjean ehrlich gesagt mehr gefallen. Und ich weiß auch nicht, ob sich Haas dann einen Gefallen macht, weil zwischen Hülkenberg und Magnussen gab es da ja schon die ein oder andere Sag mal Bolz-Geschichte, keine Ahnung. Aber ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, er sollte eigentlich bleiben. Kimi Räikkönen bei Alfa Romeo. Er wird eine gute Leistung, das Auto ist auch gut und gefällt ihm auch. Giovinazzi, alles andere als gut. Heute auch gestern im Qualifying Motorschaden und so weiter. Er wird ehrlich gesagt gehen und könnte gegen den Test- und Ersatzfahrer Eriksen oder vielleicht sogar jetzt schon gegen Mick Schumacher, was ich auch sehr, sehr unwahrscheinlich halten würde. Aber die zwei könnten da so eine Rolle spielen, im vielleicht dann, dass sie das tauschen, dass Eriksen der fixe Fahrer wird und dann Giovinazzi, der Test- und Ersatzfahrer. Wäre alles möglich, weil jetzt da ist noch die Tür offen. Ich glaube nicht, dass Giovinazzi da noch eine Verlängerung bekommt. Ich denke mal, George Russell wird bleiben. Der hat eine gute Leistung in Ungarn geliefert. Und mit diesem Auto mal so ins Q2 zu kommen, ist auf jeden Fall sehr lobenswert. Alles andere als gut ist Kubicas Leistung. Der hat da wirklich nicht die beste Leistung geliefert. Bleibt er nicht. Er hat viele Sponsoren, die viel, viel Geld bringen und das ist natürlich wichtig für Williams, aber es wäre natürlich für mich, ich finde Latifi in der Formel 2, er rasiert gerade alles weg und ich denke mal, der hätte eine gute Chance und auch das Können und diesen Jungspundmut, dass er vielleicht da kommen wird. Aber wie gesagt, das ist noch nicht bestätigt. Hier haben wir nochmal diesen Baum. Die bleiben mal alle bei ihren Teams und sind auch alle bestätigt. Also das ist jetzt nichts von irgendwelchen Quellen und so weiter. Also Albon und ja, Albon ist nicht bestätigt, aber ich denke mal, er wird bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Albon mit ja, und deswegen denke ich auch, Albon wird bleiben. Also der ist zu, der hat doch jetzt viel, viel bessere Leistungen geliefert. Aber kommen wir zur Seite Nummer 2, wo schon einiges passiert ist oder passieren wird. Wie gesagt, dass Ricciardo bestätigt ist, Magnussen bestätigt, Kimi bestätigt und Russell, Gasly und Kvyat bestätigt. Also bei Gasly bin ich mir nicht so sicher, aber der wird mal bleiben. Hülkenbergs Möglichkeiten, wenn der geht, wäre einerseits Haas, dann würde Grosjean wackeln mit dem Kreis, oder andererseits Alfa Romeo, dann würde Giovinazzi wackeln und rausfliegen. Wie sich das ganze Fahrerfeld entwickeln wird, wird sich vielleicht sogar noch diese oder nächste Woche in Italien, wenn vielleicht Giovinazzi seinen Vertrag bei Alfa unterschreibt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht liefert er auch noch oder sie lassen sich Zeit bis zum Ende der Saison. Das war mein Überblick über die Silly Season. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, besucht uns auch gerne auf die Social Media Kanäle, Links sind unten in der Beschreibung. Lasst auch gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, bis zum nächsten Mal und ciao!